dir befreundet. Sag nicht, das passt nicht mehr zu meiner Stellung. Stellung? Was für eine Stellung? Du hast gar nichts. Meine Oma hat das Geld. Du bist arm wie eine Klostermaus. Kirchenmaus. Wenn sie sich als junges Mädchen nicht immer über die ganzen Hundehaufen aufgeregt hätte, wäre sie vielleicht nie auf die Idee gekommen, diese Hundefäkaliensäckchen zu erfinden und wir wären heute nicht exorbitant reich. Aktpflege. Meinst du, wir hätten so gute Beziehungen in den Adel zu Prominenten und anderen Milliardären, wenn wir hier zu Hause sitzen und uns massieren lassen würden? Und weißt du eigentlich, wie anstrengend die ganze Reiserei ist? Und weißt du, wie nervenaufreibend es ist, auf den Auktion zittern zu müssen, ob man den Zuschlag bekommt? Ja, also die Mutter, Camille oder eigentlich Christine, ist Inhaberin einer gut gehenden Hunde-Fäkaliensäckchen-Firma und die Tochter und Enkelin geben das Geld aus. Und die Mutter möchte, dass Tochter und Enkelin die Firma übernehmen. Die weigern sich und die Mutter überlegt sich was. Aber meine Tochter und meine Enkelin beschäftigen sich ja lieber mit Repräsentieren und Kontakten. Sie verbringen ihre Zeit lieber auf Auktionen, Charity-Veranstaltungen, Essenseinladungen und Modeschauen. Also so wie du das sagst, hört es sich an, als würden wir nichts tun. Die Idee ist eigentlich entstanden, als Beate Wieser und ich in Harold and Maud zwei unterschiedliche Figuren gespielt hatten. Ich hatte Mrs. Chazen und sie halt die Maud gespielt. Und dann hatten wir gedacht, wir müssten mal ein Stück machen, was so in etwa diese Figuren, so eine etipetete Tochter und eine Hippie-Mutter aufbringt. Mandy, sag nicht Camille zu ihr. Für dich ist sie Madame. Verzeihung, Miss. Madame, auch ich bin Madame für dich, Mandy. Mandy, also was ist das überhaupt für ein Name? Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir den nie eingestellt. Ich würde niemals eine Mandy, Chantal oder Jacqueline einstellen. Und darüber hinaus ist dann aber Beate Wieser jetzt nach München gegangen. Und ich hatte aber diese Idee im Kopf. Und habe dann gedacht, dass, ich schreibe halt trotzdem irgendwie ein Stück über eine Mutter und eine Tochter, wo die Mutter sehr reich ist und die Tochter einfach nur das Geld ausgeben will und eigentlich nur aufs Erbe wartet. Und eigentlich quasi auf den Tod der Mutter wartet, mehr oder weniger, damit sie endlich darüber verfügen kann. Da war es also meine Energie, in die du dich verliebt hast. Und in deine Schönheit. Ich weiß, es ist oberflächlich und sowas sagt man eigentlich nicht, aber es war tatsächlich auch deine Schönheit, die mich sofort umgehauen hat. Oh. Und natürlich deine anderen Fähigkeiten, von denen ich mich dann in deinen Privatgemächern... Dann haben wir halt die Schauspielerin dafür gecastet, für die Mutter, und das war jetzt die Maria. Ich wusste, dass Carola und ich das spielen würden und ich fand, vom Typ her passte Maria jetzt auch irgendwie da gut rein. Und Philipp, der den Sebastian spielt, der spielt schon seit mehreren Stücken hier bei uns im Theater und das bot sich auch einfach an. Dann bitte einmal voll machen, Mandy. Natürlich, mein Herr. Aber wenn du heute Nacht noch deinen Mann stehen willst, würde ich ja nicht so viel runterkippen. Und dann hatte ich noch die Idee, irgendwie ein Hausmädchen zu haben, weil wir ja hinterher auch eine Auflösung brauchen. Und da fehlte mir noch so eine Figur, die immer nur so am Rande ist und hinterher aber irgendwie entscheidend noch da was beizutragen hat. Und dann hatte Nathalie mich sowieso gefragt, die spielt auch in einem Stück hier mit und sagte, sie würde gerne noch mehr machen. Und so kamen wir dann zu dieser Besetzung. Löwen. Das ist der in der Tat noch Tiger. Hey, was passiert?